Ja, herzlich willkommen zurück zur Wing Commander Saga. Und ja, mir ist jetzt eine ganz dumme Sache passiert. Ich habe jetzt eigentlich schon eine weitere Folge gedreht und aufgenommen. Und da war der Ton jetzt aber total asynchron und somit ist die Aufnahme natürlich im Sack. So. Jetzt würde mich halt interessieren. Ich jetzt hier drücke, kann ich nicht die Mission noch mal machen, halt die Folge noch mal quasi von vorne machen. Das wäre jetzt interessant. Anscheinend nicht, ne? Jedenfalls nicht so. Piloten verwalten. Kann ich denn? Orden. Kampagnenauswahl. Das bringt mich leider nicht weiter, ne? Einsatzsimulator. Ja. Dieser Sache müsste ich mich jetzt mal annehmen. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, welche Mission das war, ne? Einzel einsetzen. So rein theoretisch. Wenn hier in dem Simulator die freigegeben sind, die ich schon geschafft habe. Und die ersteren oben sind und die letzteren weiter unten, dann müsste ich doch den hier fliegen können. Loki 8, a gas giant, Ja, has das sieht long gut been a aus. major staging area for the Kilrathi refueling fleet. Latest surveillance indicates that Kilrathi tankers have been using the atmosphere for a filler up on an around the clock basis. I'm sure there are plenty of ships that could use that fuel. Well, today we are going to hamper their fuel movements quite a bit. Sehr schön. Our battle group has moved closer to Loki 8, and we will send wings to sweep all of the known supply routes to and from the nearest jump points. There is expected to be Kilrathi convoy traffic trying to get past our blockade. And we will make sure that does not happen. Alpha Wing will be Ninja and Sandman. You have been assigned to sweep the tanker route in Loki 8's Delta Quadrant. You will start your sweep at Nav 1 and move on to Nav 2, where one of our destroyers is on station. Finish your sweep at the Niflheim jump point at Nav 3, then return to the Hermes. Yo. Ja, das sieht gut aus. Das ist die Mission. Das ist cool. Das macht dieses Spiel natürlich sehr Let's Play-freundlich. Umso mehr Spaß macht das dann sowieso. Ich meine, das Spiel macht halt echt sowieso Spaß und da tut es mir echt nicht weh, wenn ich jetzt notfalls mal eine Aufnahme neu machen muss. In der Hoffnung, dass das ab jetzt wieder funktioniert. Und ja, ab geht die Reise. Jojo. Ab geht's hier. Ist natürlich jetzt quasi, ne, bewusst. Jetzt wisst ihr das natürlich auch. Ich habe diese Mission schon geflogen. Also bin ich etwas vorbereitet. What are you doing, man? Shake your sticks.
viel besser fliege ich trotzdem nicht. Oh. Ganz feige von hinten hier, oder was? Bumm. Rakete reingedrückt, ey, vor meiner Nase, oder was? Jo, ab geht's hier. Hätte vorhin auch schon mal die Frage gestellt, ich glaube so ziemlich an derselben Stelle auch, ob wir den Rest des Spiels jetzt hier schon nur noch diesen Arrow fliegen muss, weil ich mochte auch in den Teilen davor diesen Flieger nicht so gerne irgendwie. Das Ding ist mir einfach irgendwie zu schnell oder so. Eigentlich, wenn die Aufnahme jetzt hier klappt, dann kommt das mal in einer doch ziemlich krass besseren Qualität noch, wie ich zuvor alles gerendert habe. Hab ich da nochmal beigemacht. GTA 5 ist gerade am Codieren. Also YouTube-Verarbeitung. In 3200 mal 1800, so hochskaliert von 2560 mal 1440, die ich ja hier spiele. Mit Spline 36 über NV-Ink, also mit der GTX hier, die ich hier habe, gerendert. Mit StaxRip. Mir Demon sehr bei geholfen. Basierend auf dem Ansatz mit Xmedia Record halt, wo ich diese Testvideos gemacht habe, mit Euro Truck Simulator 2 auf meinem Fun & Tech Channel.
Proceed to next waypoint. Machen wir doch glatt. Grafik ist hier natürlich saugeil, ne? So, Vectors. Dann kommt mal ran hier. Schön draufhalten hier. Ja, es läuft ähnlich gut, wie wo ich das zum ersten Mal gespielt habe. Also viel besser bin ich nicht durch die Übungen jetzt quasi. Ungefähr dieselben Abschüsse, zwei Raketen noch übrig, ja, aber ich treffe ja meistens eh nicht damit, insofern. Ja. So geht's auch. Die Grafik ist natürlich, wie gesagt, richtig geil. Diesen Planeten hier und der, naja, Milchstraße. Das ist echt cool gemacht. Deshalb, wenn man hier so steht, hat das so ein bisschen einen Fotoeffekt. Das bewegt sich halt nicht. Aber es sieht halt geil aus, ne? Sieht richtig geil aus. So, wollen wir mal gucken hier. Kurierschiff hat eine Menge eingesteckt und wir sollen ihm helfen. Ein anderer Navigationspunkt halt und ja. Das machen wir auch noch. Das ist das Sekundärziel, glaube ich, auch. Was ich eigentlich geschafft hatte. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Fliegst wie der Affe, der du bist. Na, wenn du meinst. Kätzchen.
Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wieso greift mein Kollege da eigentlich nicht an irgendwie? Hat er keinen Sprit mehr oder was? Vielleicht gleich zwei auf einmal am Hals, ja, alleine oder was? Nee, doch nicht, da hat er den angegriffen. Sehr schön. Ja, 11 Abschüsse, damit können wir leben, ne? Ja, und dann ab nach Hause, ja. Läuft. Bestimmt gerade voll lustig meinen Kopf mitgedreht. Ja, und es wird natürlich gesoffen, ne? So wie in den anderen Teilen davor auch. Ne? Kurier vom Toguaku, das Ding, was wir zum Schluss gerettet haben, hier wollen uns in der Lounge sehen. Die Drinks gehen alle auf sie heute Abend. Rest des Tages dienstfrei. Ja, ist klar. So, ja. Und dann würde ich mal meinen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wegen Commander Saga.